Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was passend zu dem kalten Wetter draußen. Bei uns in Norddeutschland stürmt es nämlich schon quasi den ganzen November über. Und passend dazu sind auch alle möglichen Menschen um uns herum krank. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme auch. Uns hat es auch erwischt. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal den klassischen Hustensaft aus meiner Familie, den ich selbst als Kind schon immer bekommen habe und inzwischen auch oft mache. Das Ganze ist nämlich super einfach gemacht und trotzdem ein schönes Hausmittel. Und zwar braucht ihr im Prinzip dafür nur zwei Zutaten, und zwar Zwiebeln und Kandis. Ihr könnt statt dem Kandis auch Honig nehmen, am besten ganz natürlichen Honig, je natürlicher, desto besser. Ansonsten braucht ihr noch ein Glas, wo ihr das Ganze dann reinfüllt, und ein Messer und eine Unterlage zum Zerschneiden. Das war's im Prinzip schon. Und während ich das Ganze noch so ein bisschen aufbaue, guckt Penrose natürlich noch vorbei und guckt, was ich da so mache. Das ist immer gut, wenn man eine Katze als Hilfe hat. Alles, was ihr machen müsst, ist die Zwiebeln einmal zu schälen und dann grob zu zerschneiden. Das muss nicht super fein sein und es kommt da auch wirklich ansonsten nicht auf Schönheit an. Es geht einfach nur darum, dass ihr grobe Stücke schneidet. Genau, und dann geht es schon an das Schichten in das Glas. Und zwar braucht ihr dafür ein sauberes Glas und füllt jetzt einfach einige der Zwiebelstückchen zuerst hinein. Und dann füllt ihr das Ganze mit ein bisschen Kandis oder halt dem Zucker. Und auch hier gibt es im Prinzip kein richtig oder falsch Befüllen. Ich schichte das Ganze immer ganz gerne einfach so ein bisschen unterschiedlich. Also erst die Zwiebeln, dann Kandis, dann nochmal Zwiebeln und dann nochmal Kandis. Einfach damit sich das Ganze relativ gut direkt durchmischen kann. Aber letztendlich geht es wirklich nur darum, alles in das Glas zu füllen. Und macht das Glas ruhig ordentlich voll, denn durch den hohen Zuckeranteil wird das Zellwasser aus den Zwiebeln halt so rausgesogen und dadurch fallen die Zwiebeln ganz toll ineinander, was an sich schon einfach ein schönes Experiment ist. Und gerade deswegen zeige ich euch das hier auch so gerne auf dem Kanal, weil das halt eine gute Kombination ist aus einem Hustensaft, der hilft und schleimlösend wirkt und dadurch einfach gut ist zur aktuellen Erkältungszeit. Gleichzeitig ist das Ganze aber auch noch ein ganz spannendes Experiment, um zu gucken, wie man aus der Zwiebel quasi das ganze Wasser so rausbekommt. Und insofern, wie gesagt, macht das Glas ruhig ordentlich voll. Wenn ihr das Ganze nämlich jetzt über Nacht stehen lasst oder über den Tag, je nachdem wann ihr anfangt, dann wird man nach so ein paar Stunden und erst recht über Nacht oder über ein, zwei Tage sehen, wie viel Wasser da wirklich aus den Zwiebeln rauskommt. Und hier seht ihr schon unseren Hustensaft, der stand jetzt ein bisschen mehr als 12 Stunden. Und da sieht man, wie viel Wasser da schon rausgekommen ist und wie das Ganze zusammengeschrumpft ist. Also aus diesem Glas, was ihr hier seht, habe ich in der Zwischenzeit nichts rausgenommen. Das ist genau das, was ihr beim Befüllen auch schon gesehen habt. Und weil da jetzt relativ viel Zwiebel ist, habe ich da auch noch mal ein bisschen mit Kandis nachgefüllt, damit wir wirklich das ganze Zellwasser rausziehen können. Denn das ist genau ja der Saft, den wir haben wollen. Und zum anderen macht das, dass der Saft ein bisschen haltbarer ist, weil wir halt wirklich einen Sirup herstellen dadurch. Man kann das Ganze auch beschleunigen, indem man das erhitzt. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil dadurch natürlich einige Vitamine dann auch kaputt gehen. Und genau die wollen wir natürlich auch eigentlich haben. Insofern würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber wenn man es ganz eilig hat, kann man das auch machen und es wirkt wahrscheinlich trotzdem noch. Aber lieber diesen Sirup auf die ganz langsame Art herstellen. Genau, und alles, was ihr machen müsst, ist wie gesagt Zwiebeln und Kandis oder Honig mischen, das Ganze stehen lassen und dann über den Tag verteilt immer mal so ein, zwei Teelöffel von diesem Sirup nehmen
Und dann wirkt das schleimlösend, ist natürlich keine Medikation für irgendeine wirklich schwerere Krankheit, ist aber ein schönes Hausmittel, wenn man nur so ein bisschen Linderung braucht. Und dafür nehmen wir das wirklich sehr gerne und dafür wirkt das auch sehr gut. Genau, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieser Tipp gefallen und hilft euch vielleicht, wenn ihr auch Husten habt. Falls ihr noch andere Fragen dazu habt oder Wünsche zu ähnlichen Hausmitteln, dann sagt gerne Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich dazu auch gerne noch mal ein Video machen. Bis dann und bleibt schön gesund. Tschüss! I love to sneeze. Achoo. Pardon me, please. Achoo. I like to sniffle, it really feels nice. One handkerchief'll just never suffice. But brother, watch out for the breeze when I sneeze. Achoo. Achoo. Achoo.